Immer dieses, wie sagt er das? Dieser, genau, dieser. Bam, bam. Ah, Asitoni ist schon so. Das ist irgendwie so ein deutsches Internet-Meme. Ihr kennt vielleicht diese Internet-Memes. Ich weiß nicht, zum Beispiel Trollface oder Me Gusta. Oder, ach, ich weiß es gar nicht. Forever Alone. Oder, ach, diese ganze Palette, die es eben halt so gibt. Es gibt ja noch tausende mehr und, ja, einer der wenigen Deutschen ist Asitoni. Der Gerät ist natürlich auch noch eins. Ach, der Gerät. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät ist immer schweißfrei und so. Ja, oder was auch gut ist, da so einen kleinen Dreher einzubauen. Der Gerät macht das Dönerfleisch schweißfrei. Wieso nicht? Oh Gott, es wird dunkel, es wird dunkel. Ich muss zu meinem Haus, denn das ist hell und da habe ich Spaß. Und ihr wisst ja, ihr kennt ja und ihr liebt ja auch diese Logik. Spaß machen macht Spaß. Nee, Spaß haben macht Spaß. Obwohl, Spaß machen macht auch Spaß. Denn ich mache euch, ja, Spaß. Gedöns. Okay, das klingt irgendwie so grammatikalisch nicht ganz korrekt. Ja, bist du voll korrekt oder so? Dann bist du konkret. Ist ein großer Unterschied zwischen korrekt und konkret. Aber das machen wir in der nächsten Stunde, meine lieben Kinder. So, mache ich jetzt mal so ein paar... wieso ist die Musik so... Ich will jetzt nicht sagen komisch, aber... Scheiße. Das hier muss ich mal kurz hier... Ich muss mal hier aufräumen. Mensch. Da runter. Ach, meine Höhle sieht man von da unten. Also meine Höhle in Anführungszeichen. Ne? Muss ich mal kurz rein und das ein bisschen fixen. So. Gefixt. Na, fix that problem. So, Kohle habe ich da noch. Hm, was mache ich denn jetzt in der Nacht? Hm. Also rausgehen ist ein bisschen schlecht. Außer ich habe. Komm, nee, ich bin schon einmal gestorben. Nee, dann will ich nicht raus. Und was hab ich? Das ist ein Hund. Hund, 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 Hund. Weil Knochen sind ja keine Eingeweide mehr. Ja, du bist... Bello, du bist schon mal sehr nett. Schubst mich gleich von meiner Wand runter. So, jetzt muss ich mal noch ein kleines... Ja... Plätzchen für den machen. Oder ich mache eine Hundehütte, genau. Hm, mach ich die... Ich glaube, ich mache die aus einer Kombination von Stein und Holz. Nur wohin damit? Mache ich die vielleicht hier runter, so? Das käme schon mal ganz cool. Ah ne, da oben, das ist nur ein Schwein. So. Hier so eine Hunde. Hunde, Hunde. Ne, du nicht. Beweg dich mal da weg. Nee, wegbewegen. So, mit den Füßen. Mit den Füßen strampeln. So, oder ich mach das mal so ein bisschen so und dann kommt. So. Holz. Und die äußerste Schicht ist dann Stein. Boah, das ist doch mal so ein Luxus in der Hütte. Ach, falsches Gerät. Und da wären wir auch schon wieder bei der Gerät. Nee, komm mal her. Bello. Bello, Bello, Bello. Bello sitzt. Und jetzt Bello da lang. Hallo, da, lang. So, jetzt, da, rein. Da. Juhu, ich hab ihn reingekriegt. Ach, der muss ja hier noch eine schöne Fackel kriegen. Und später tausche ich den Boden dann auch mit aus, voller aus und so. Damit das alles ganz gemütlich für ihn wird. Für unseren süßen kleinen Bello. So, und dann brauchen wir auch noch, hier einen
eine schöne Gehegetür. Oh, ich bin ein bisschen zu Bello. Ich will die Hundehütte. Bello. Irgendwie fällt mir gerade auf, dass der Hund ein bisschen reicher ist als ich. Ich meine jetzt nicht so vom Platz her, aber er hat wenigstens eine Decke und ich nicht. Mann, bin ich arm. Armes Würstchen bin ich. Egal, das ist ja ein Problem, was man beheben kann. Und die Fackel müssen wir abmachen. Und ja, ich muss jetzt extra runterspringen und Schaden nehmen. Nur wegen dieser einen kleinen Fackel. Einfach, weil ich es kann. Den Schaden zu bekommen ist auch immer total schwierig. Das können nur die besten Profis auf der Welt. Und Asiaten können das. Es gibt ja so die Theorie, das ist ja... es gibt ja diesen Terrorismus, nee, es gibt ja diese Theorien, dass Asiaten alle nichts können. Außer ein Asiate. Also ein bestimmter Asiate ist in einer Sache immer ganz gut. Sei es jetzt in, keine Ahnung, gut aussehen, im Mäusemelken oder was weiß ich. In einer Sache ist ein Asiate immer ganz gut. Das ist einfach so, das ist Naturgesetz. Spinni. Spinni, Spinni, Spinni. Spinni, Spinterau. Wie, das war ein Wortwitz, den keiner verstanden hat. Denn ihr seid alle so dumm. Und ja, ich mag euch alle so sehr. Oh, what the fuck? Scheiße, das ist jetzt wirklich ein bisschen ärgerlich. Tja, Creeper 1, Günther 0. Sehr, sehr ärgerlich. Und, fällt euch auf, das sieht... Nee. Weil es sieht ein bisschen aus wie ein Gesicht, ne? Ich hätte da erst so ein bisschen die Einprägung, dass es aussieht wie so ein Creeper-Feld. Was natürlich sau episch wäre, wenn sich so ein Creeper wegspringen würde und dass dann die Blöcke, die so weggesprengt wurden, so aussehen wie so ein Creeper-Gesicht. Boah, das wäre mal cool. Aber das ist wahrscheinlich nur Wunschdenken. Ich wollte doch mehr, Dirt. Dirt. Das findet die Dörte auch immer ganz schön. Die Dörte fühlt sich dadurch mal total beleidigt und so. Die fühlt sich dadurch gemobbt. So, hier noch ein bisschen reinknüppeln. So, ja, so müsste das wieder halbwegs gehen hier so. Meinem schönen Berg. Einst war er schön. Doch jetzt, wo der Creeper kam, ist er hässlich geworden. Mein schöner Quadratberg. Es ist schön hier. Oh, oh, Skeleton. Moment, das brauche ich mal kurz ab. Ach, da ist er um der Ecke. Geh aus meinem Garten, du kleiner Lümmel. Geh aus meinem Garten. So, schauen wir mal, ob es unserem Bello noch gut geht. Ja, dem geht's noch gut, ne? Ja, Gutti, Gutti, Gutti. Gutti, Gutti, Gutti. Oh, jetzt guckt er mich so schräg an. Moment. Kann man das regulieren oder so? Moment, ich muss noch kurz beim rein. Ja. Fleisch. Ist. Na gut, wenn du nicht willst, dann esse ich es halt, ne? Yam, 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 yam. Oh mein Gott, und wie kann ich sprechen und essen zugleich? So wird das dann wahrscheinlich im Original klingen. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Holz mehr. Jetzt kann ich noch ein bisschen mehr die Decke zupflastern. Und jetzt müssen wir auch noch eine Dachform überlegen. Ich kann nicht einfach so ein Flachdach nehmen. Das sieht ja aus wie so, keine Ahnung, wie so ein billiges Gefängnis oder was weiß ich. Und das will ich nicht. So, jetzt mal kurz überlegen. Ich das denke ich mal so ein bisschen... Sortiere. So, das kommt nochmal dahin. So. Mache ich mir hier mal ein bisschen Bone Meal. Und dann mache ich mir ein bisschen mehr Bone Meal. Und jetzt habe ich außerdem das Ding kaputt gemacht. Ich bin so schlau. Ne, und jetzt mit dem Bone Meal kann ich ein bisschen... Piep, 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 piep. Und schon sind meine Nahrungsvorräte gesichert. Wir benötigen mehr Nahrung. Schnell. So, jetzt haben wir 6 Weizen. Das reicht für 2 Brot.
Das haben mir meine ultramathematischen Mathematikkenntnisse gesagt. Was ich übrigens sehr awesome finde. So, das Brot tue ich mal dahin. Muss ja hier alles streng geordnet sein. So, und ich suche mir jetzt nochmal ein bisschen hohes Gras. Moment. Ah, ich hätte nicht alle Weizen kaputt machen müssen, also verschwenden müssen. Hätte ich mir noch Tiere anlocken können. Genau, das mache ich jetzt auch erstmal noch ein bisschen. Ich fäll mal noch ein... 30, 40.000 Bäume. Dann, oh. Schnell, ich muss zu meinem Haus und mir eine Axt holen, denn Äxte sind super geil. Vor allen Dingen eine Doppelaxt. 1, 2, 3. Moment, ich nehme mal gerade noch zwei Sticks hier raus. Sticky Stick. Sticky Stick. Ich kann das schon mittlerweile gar nicht mehr so hoch sprechen. Ich bin schon... Ich habe den Stimmbruch... Oh. Ja, ich habe den Stimmbruch besiegt. Irgendwie. Hat Justin Bieber auch. Was ist eigentlich mit dem... Daddy das Sonnenstamm? Daddy das Gerät? Ich muss mich mal zwischendurch mal noch so erinnern, was das eigentlich das Gerät heißt. Weil... So, der Gerät, das sagt man... Zumindest ich sag das mittlerweile so, dass man sich da schon wirklich dran erinnern muss. Also das ist total schlimm und so. So, jetzt hier vom Baum. Ne, von oben nach unten fällen. Das ist, Moment, macht man das eigentlich? Also geht das rein technisch auch so, von oben nach unten zu fällen? Es wird rein technisch gehen, aber irgendwie hat das dann wenig Sinn. Soweit ich weiß. Vielleicht hat es ja irgendwie doch Sinn oder so, keine Ahnung. Aber nur wenn man ein, Sinologe, / Scientologe ist. So, jetzt mache ich erstmal hier ein paar Sticky Sticks. Ich glaube, so viel brauche ich gar nicht, oder? Moment, ich mache mal kurz den hier und dann habe ich genau doppelt so viel. Ich glaube zumindest, dass ich genau doppelt so viel habe. Ich habe jetzt nicht so extrem genau drauf geachtet, weil ich ja eigentlich beim Let's Play mehr darauf achte, was ich so sage, dass ich nicht irgendwie so sage, ja, dass alle meine Abonnenten doof sind. Das tue ich auch schon so oft genug. So, jetzt muss das Ding gebaut werden. Und mit das Ding meine ich meinen freundlichen Tierhaltungsplatz und nicht irgendwie hier so eine Massentierhaltung. Das kommt später. Und das versuche ich wirklich später zu machen. Das ist einer meiner großen Ziele. So. So sieht das schon mal ganz gut aus. Aha. Nee, das ist falsch so. So, jetzt fehlen mir noch 1, 2, 3, 4, na, sagen wir mal 2 Zäune und 2 Eingänge. 2 Zäune fehlen mir noch. Beach. So. Ich möchte gerne meine Sticks haben. Danke. So, und 2 Zäune, das geht recht einfach. Das macht man einfach so. Habe ich gelernt bei einem Pfadfindern. Die führen mich auf dem rechten Pfad. Und jetzt kann ich die ganzen unnötigen Sachen mal hier in die Kiste reinpacken. Und dann für immer verschließen. Und dann, das ist so eine Andenkenskiste an mich selbst, ne? Was ich auch immer so eine total banale Idee halte. Eine Abschiedskiste oder eine Erinnerungskiste an sich selbst. Obwohl, eigentlich macht es schon Sinn, ne? Eigentlich macht es schon Sinn, ja genau. So. Was passiert eigentlich, wenn man das so macht? Und das finde ich auch sehr interessant. Sieht ein bisschen so wie moderne Kunst aus oder so. Egal, machen wir jetzt mal richtig rein. Ne, wir haben jetzt keinen Weizen, ne? Ich wollte jetzt eigentlich Tiere anlocken. Mist. Wir haben auch kein Bone Meal. Mist. Und wir haben auch allgemein kein Weizen mehr. Mist. Ach, ich will hier die Kiste. Ob ich hier noch irgendwas Nützliches finde? Nichts, womit man Tiere anlocken kann. Vielleicht kann man das ja mal so ein bisschen mit Setzlingen oder so versuchen. Es gibt ja vielleicht auch Tiere, die sich vegetarisch ernähren. Schweine essen ja zum Beispiel auch kein Fleisch. Glaube ich. Ja, müsste eigentlich. Oder Kühe oder Schafe oder...
Oder Hühner, die essen ja alle kein Fleisch, ne? Also kann man es ja mal mit Setzling versuchen. Oder hier mit so einer schönen Butterblume. Ach, Butterblume, so kann ich das nennen, genau. Nee,